We've even got some former Imperials fighting for us. The toughest of them said she used to lead a band of mercenaries. Aranea? So you do know her. Well, I'm not surprised. The Marshal said she was feared far and wide back in the day. But now she's revered among the Lucian masses. Same with her men, Biggs and Wedge. Each of them leads their own small army. That's great. I'm more than happy to tell you everything I know. Oh, right. About the Empire. Huh. Gladio brought back word that both the Emperor and High Commander were dead. With those two gone, Niflheim pretty much fell apart. Yeah. Gott sei Dank. I'm more than happy to tell you everything I know. Talcott hat gerade, das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, den Namen erwähnt, wer gestorben ist, nämlich Ravis, der High Commander und der Kanzler. Der Kanzler war, den hat man irgendwann mal in einer Zwischensequenz gesehen, ein Typ, der in diesem Thron saß, wo Noct die Maschine mit dem Schwert zerstört hat. Falls ihr euch noch erinnert. Und ihr habt ja vielleicht darauf geachtet, denn auf diesem Thron lagen Kleider. Ohne Hülle. Also ohne Inhalt. Ohne Mensch. Und wir haben in der Festung gegen ein Monster gekämpft, genau. ich krieg den Namen jetzt nicht mehr zusammen. Das war dieses, ich sag mal, Gargoyle. Foras oder Foreas oder wie das Viech auch hieß, das mit uns geredet hat. Ergo, der Kanzler des Imperiums wurde ebenfalls infiziert. Plot Twist. Deswegen lagen seine Kleider auf dem Thron. Ihn hat es nämlich auch gekostet. Und wir haben ihn erfolgreich in die Hölle geschickt. So viel dazu. The Chancellor is still around, though. In Insomnia. Nobody who saw him had any clue what he might have been up to. Their stories piqued Ignis's curiosity. I ended up helping Ignis look into the matter, digging through old records, even joining him on trips to the royal tombs. Royally roped into it. It's cool. I'm a bit of a history buff myself. But we did discover something pretty weird. Huh? While we were poring over all those ancient texts, one name caught our eye. Ardens. Apparently he was hailed as a savior, healing all those who were ravaged by demons, only to end up branded a demon himself. A dubious charge, I'd say. By all accounts, he was just as human as you and me. Das ist richtig. I'm more than happy to tell you everything I know. Arden war ein Mensch, der eigentlich nur Gutes tun wollte, und hinterher hieß es dann, ja, nee, du hast jetzt ewiges Leben durch die Dämonen bekommen und deswegen darfst du den Thron nicht besteigen. Er wäre eigentlich der lucische Erbe gewesen. Und jetzt ist er deswegen immer noch pissig, weil er ja ewiges Leben hat und versucht jetzt eben uns als König zu killen. So. Ah, das wird in seinem DLC tatsächlich alles nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, was seine Geschichte damals war. On the bright side, we've come a little closer to understanding the demons. And? You see, I'd always thought they were animals, only more hideous and savage. But it turns out they're just ordinary people. Unlucky folk infected by something or other that transformed them into monsters. There's no known cure as of yet. So death is the only mercy. I'm more than happy to tell you everything I know. Wir kennen das ja alles schon, weil wir die Berichte gelesen haben, aber es gibt halt eben auch Leute, die durch dieses Spiel durchrennen und das nicht tun. Dementsprechend gibt es Talcott hier noch einmal, um das Ganze noch mal kurz zu fassen. Also nicht wundern. We've got a lot of survivors pouring in from Accordo too. What with all the demon attacks there as of late? Not like it's much better here. Lestalem's practically overflowing with refugees from Insomnia. The Empire's recovery assistance fell by the wayside, and demons overran the city. Thankfully, Iris and the Marshal managed to evacuate the civilians. Now there's no one left, except the demons. I spent my childhood in the Crown City. It's sad knowing it's gone, you know? Not for long. I became the king to reclaim our home, and now I'm back. As promised. All these years and you remembered. You bet. I'm more than happy to tell you everything I know. Ja, da habt ihr es schon. Wir werden aufbrechen nach Insomnia. In dieser Stadt gibt es kein Leben mehr.
außer die Dämonen. Das heißt, wir gehen in eine gottverlassene Stadt. Stellt euch das mal vor. Ihr geht in eine Stadt. Überall ist es dunkel. Ihr hört nichts, außer ein bisschen Wind. Und natürlich das Gekräuchel der Dämonen. Und das ist eine sehr, sehr beängstigte Vorstellung. Heieiei. Aber ja, wir müssen eben dahin. Und ich sag's euch, das ist kein schöner Anblick. Your Majesty? Do you remember my grandfather? Yeah. There's something I wasn't able to tell you back then. Grandpa died because of me. It was my fault. An Imperial officer approached me in town, asked if I was from the Crown City, and that was just the beginning. What brings you here, young man? You didn't come here by yourself, did you? Oh, your grandfather's a butler at a manor. How very grand. Oh, he rubs shoulders with the royal family. You must be ever so proud. I answered him without thinking. A little after that, the man showed up at our hotel. Talcott. Think what you will of me, but please know that Grandpa didn't give you away. Listen. Yeah? You're not a kid anymore. You should know by now what happened that day wasn't your fault. None of it. You know, it's hard to ask someone about their pain, but it's just as hard to share your own with someone else. I appreciate you opening up to me, and I swear I'll make things right. But believe me when I say nobody blames you. Not me, not your grandpa. Trust me. You have the king's word. I suppose you're right, Your Majesty. Thank you. Okay, es gab 6 Punkte und die haben wir uns diesmal eben angehört. Ja, der Tod des Großvaters damals in Lastalum. Es geht ihm halt immer noch nach. Der arme kleine Talcott. Safe travels, Your Majesty. Er ist gar nicht mehr so klein. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass er immer noch da ist. Denn Talcott ist und bleibt eine treue Seele. Und jetzt, meine Freunde, würde ich sagen, let's go! Wir gehen nach Insomnia. Einer wunderschönen Stadt, die jetzt natürlich ein bisschen bescheidener aussieht, aber ich liebe Insomnia. Ich mag das Level-Design und die Kathedrale ist einfach ziemlich hoch und atemberaubend. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, warum ich so reagiere, aber es gibt eben auch Sachen in Spielen, die einen catchen, und Insomnia als Stadt ist tatsächlich so etwas. Well, fellas, we're homeward bound at last. Time to suit up. Finally get to rock these threads. Wear them with pride. Yeah. Just hope they still fit. Nun, ich würde sagen, let's go. Ihr seht, Iggy hat sich umgezogen, die anderen haben sich auch mittlerweile umgezogen, denn wir gehen nach Insomnia zurück mit einem großen Auftrag. Und wir werden als König und seine Kingsclave in diese Stadt einziehen. Denn als König trägt man gewisse Klamotten und als Beschützer des Königs, als Kingsclave ebenfalls. Und diese besonderen Klamotten, ja, steuern eben auch so ein bisschen zur Stimmung und Atmosphäre bei, möchte ich mal sagen. Ich glaube, wir nehmen die hier. Die ist eigentlich immer ganz geil. Oder war es die hier? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Oder
wir nehmen die hier. Die ist auch gut. Da haben wir noch ein bisschen Boost für den Anfang. Ansonsten... Ja, das hier war ja das, das die Köchin in Golden Key zubereitet hatte für uns mal. Aber ich glaube, wir gehen hier drauf. Stärke und Leben ist immer gut. Und ich bin nun mal ein Haut drauf. Von daher. Ich lasse mal kurz die Szene ein bisschen durchlaufen. Wow, was für ein Foto. Oh Mann, ey. Nach 10 langen Jahren ist Noctis wieder mit seinen Freunden vereint. Ein letztes Mal zelten die vier, bevor sie nach Insomnia aufbrechen, wo der erwählte König die Welt von der Dunkelheit befreien will. Home sweet home. Yeah, at long last. What we've been waiting for. Sure is. Are you with me? Of course. You bet. Until the very end. It's time to finish this, once and for all. Der Song im Hintergrund. This is it. Give it your all, guys. Yeah. There! You got it! With pleasure. Not good! See ya! That's the way. See ya! We haven't fought together like this in ages. Really takes it back, doesn't it? We may have struggled before, but now nothing can stand in our way. I'm surprised we haven't seen any glaives around here. Why would we? Because they're doing reconnaissance, dealing with the demons as they go. Their base is up ahead. Come on. Ja, gleich. Lass mich hier mal eben kurz rumgucken. Also das Bild ist so unscharf im Hintergrund. Also der ganze Hintergrund ist extra so ein bisschen schwammig und unsauber gestaltet, dass man halt nicht unbedingt direkt alles klar sieht. Ne? Auch da hinten, das ist alles sehr verschwommen dargestellt. Das liegt nicht an meiner Aufnahme. Danke fürs Reinlatschen, Gladio. Sondern das ist so gewollt. Also nicht wundern, gell? Es soll ja alles ziemlich runtergekommen wirken, was es ja auch ist. Und deswegen ist halt auch nicht gerade die Schärfe in dieser Szene sehr hochgeschraubt worden. Was mich jetzt nur so ein bisschen wundert, ist, dass hier nicht noch gewisse andere Monster auftauchen. Aber vielleicht kommt es ja noch, ich weiß nicht. 49. Ja. Ready for this? Let's go. Oh ne. Oh, Nuss. Dinges. Hoppla.
Oh ne, ich bin ein Frosch. Mano. Ne. Quark. Hallo. Quark. Aua. Nein. Pronto. Nice one, Pronto. We're almost there. Keep it up. Oh, Menno. Did he just turn into a frog? Ja, ach was. Darf ich jetzt wieder? Danke. Ach Mensch. Check this out. Really? Stein? Pronto. It must feel good to stretch. Living nightmare. I'm impressed. Nice. Maybe the King of Kings really is as almighty as they say. Ach, hier sind wir. Jetzt wird's mir klar. Okay, vergiss es. Ich habe vorhin Schmu erzählt. Wir können gewisse Monster noch gar nicht sehen, weil die noch gar nicht in diesem Abschnitt hier zu sehen sind. Ich war zu übereifrig. Ich dachte, wir sind schon weiter. Upsi. Hoppala. Was war denn das? Was tut ihr da? Der Durchgang ist abgeschlossen. Ja, gut, die haben halt damals alles zugemacht. Ich weiß nicht genau, wie weit wir hier latschen können, aber ich möchte mir gewisse Dinge mal ansehen. Und ich würde auch gerne alle Kämpfe hier mitnehmen, denn Grinding ist gutes Grinding. Sehr gut. Huch. Da ist er explodiert. Well, well. Guess we've still got a little fight left in us. You say that like we've already peaked. Yeah, we haven't even reached our prime. Guess you're right. Ja, damals, als sie aufgebrochen sind, waren sie alle so um den Dreh der 20er. Iggy, glaube ich, jünger als Nockt. Doch, Iggy ist jünger als Nockt tatsächlich. Ich glaube, Claudio ist der Älteste. Wenn mich nicht alles täuscht. Loot, Loot, Loot. Kein Loot, kein Loot. Okay. Dann wollen wir mal nach unseren Freunden sehen. Oh, noch ein altes Banner von Luna. Das, oh, das ist ja süß. Sehe ich ja jetzt erst.
eigentlich ist auf diesen ganzen Werbebanner nichts Besonderes zu sehen, außer Luna. Ja, das brauche ich nicht. Weil Magie habe ich eh voll. Willkommen in der U-Bahn übrigens. Und ich gucke mich trotzdem so ein bisschen um. Damit ich sowas hier nicht übersehe. Nice. Ah! Ja, moin! Falschbutton. Greife abwechselnd mit deinen Kameraden an, bis der Teamlink-Balken aufgebraucht ist. Maximal sind 10 Teamlinks möglich. Das habe ich noch nie verstanden. Wie geht das? Ach so. Chain, you guys. I almost forgot about that awful name. Talk about a throwback. So. Sehr gut. Huch. Let's go. Oh nö. Oh, ich dachte schon, ich wäre jetzt festgebackt. Huiuiui. Don't do that. Ach ja, I see, I see. Huch. Es hakelt ein bisschen. Ich nehme an, es liegt an der Wasseranimation. Sorry. Shit. Looks fresh. Then we should hurry. There may be survivors nearby. Rest in peace, friends. Oh, oh nein, Pudding. I sense trouble. You sense right. Nice, Iggy. No time for compliments. Yeah, we got work to do. Hör auf mich zu fressen. Mann. Check this out. Glad that's over. Indeed. No time to waste. But of course, Your Highness. Wie er ihn immer wieder damit aufzieht. Süß.
Marshal! You gone senile or something? These monsters... There's so many of them! Tell me about it. I've been at it for hours. Well, hang in a little longer then. Aua! When is this gonna end? When we kill them all. Hey! Focus. You know, you don't seem as jumpy as before. Huh. Maybe I'm just better at hiding? Maybe. That's Mama. Grown into a fine leader. Thanks. You set a pretty good example. Marshal! Nice. You all right? More or less. Follow me. Glad you made it back, Highness. Glad to be back. I've got something to show you. Follow me. So, what brought you back to Insomnia? We wanted to do what we could, to make sure everything was in order. Huh? For the day the king returned to reclaim his rightful seat on the throne. Es ist schön, seine Stimme wieder zu hören. Ohne Cor wäre es irgendwie sehr langweilig. We're stationed just up ahead. It's just about the only place we have left. No. Come on. Is in a dream.